Moin und willkommen zum nächsten Part der VfL Osnabrück Karriere heute. DFB-Pokal, Runde 1, zu Hause an der Bremer Brücke, Flutlichtstimmung gegen Holstein Kiel. Und damit würde ich sagen, gehen wir rein in die Party und fackeln gar nicht lange drumrum. Auch die Aufstellung geben wir schon ein. Ihr seht, ich habe das System gerne heute auf ein 5-3-2. Um mal zu schauen, ob es heute nicht deutlich besser passt. Und damit würde ich sagen, Schauer, der ist also Pokalwetter, Vincent Lenkvogt pfeift die Partie, die Kieler haben 4-3-3, aber auf alles Weitere gehen wir gleich ein und wir gehen rein hier an der Bremer Brücke. Der VfL zuletzt hier mit einem 2-2 in Paderborn, Quatsch, zu Hause gegen Paderborn, also richtig stark. Diese Partie und heute soll es mit dieser Fünferkette dann zum ersten Sieg reichen. Wieder die Choreografie unserer Fans, Stadion ausverkauft, Flutlicht, DFB-Pokal in der ersten Runde an der Bremer Brücke. Damit würde ich sagen, ihr seid heiß, ich bin es auch. Wir schauen noch kurz auch die Aufstellung und dann hoffen wir, dass wir hier heute bei Schauerwetter in Niedersachsen ein gutes und kämpferisches DFB-Pokalspiel erleben. Und sind gespannt, ja, eben, wie wir hier gleich auflaufen werden. Da ist die erste Aufstellung. Falls VfL Grün im Tor, Töpferzofer, Behrmann, Kapp, Reichel, Fünferkette, hat Schmidt, Blacher, Rice zentral und Ihos Santos natürlich wie üblich die Doppelspitze im 5-3-2-System des VfL Osnabrück. Shake Hands natürlich geht vor, Fair Play auch im Pokal. So muss es sein. Und die Kieler im 4-3-3 mit Reimann im Tor, mit Neumann, Wahl, Kommender, Vandenberg, dann Jost Zietschlag, Aslan, Atanga, Abuku und Rehse im Sturm. Sowas wie Mühling noch auf der Bank. Also interessant, wie die Kieler hier heute auflaufen. Aber damit würde ich sagen, gehen wir rein. Der VfL traditionell in Lila von links nach rechts. Im ersten Durchgang die Kieler komplett in Rot von rechts nach links. Über Al-Shani, über Blacher, über Reis, Reichel, Reis, Santos, Joost. Wenn sich nicht durchsetzen. Wahl liegt zurück auf Reimann, Vandenberg. Aslan Schmidt versucht zu verteidigen. Al-Shani soll nicht gleich die ganze Seite aufmachen. Genau deswegen. Wese kriegt den noch die Flanke auf den kurzen Pfosten. Gut geklärt erstmal. Reiß. Aufbau versucht, aber schlechter Ball von Blacher, der jetzt nicht dahin kommt. Gegen zwei. Gut gemacht. Den Reichel ist dann zur Stelle. Santos ist da heute im Fokus. Reichel. Station. Abgelegt, Reis. Ruhig, Blacher durch zwei Mann. Auf Schmidt. Ja, noch mal eins zurück, Blacher. Da war Zofa. Gianni. Schmidt. Ihorst. Nach außen noch mal kein Abseits von Gianni. Die Flanke. Wahl vor Santos. Ball für den VfL. In der 13. Minute. Den bringt David Blacher. Der Kapitän, der ist nicht schlecht. Santos kommt da herangeflogen und köpft den Ball am langen Eck knapp an die Latte dran vorbei. Aber die erste Aktion nach gut einer Viertelstunde. Dost, der schiebt gleich drauf und gewinnt den Ball. Santos, Santos, spitzer Winkel. Ist dem doch wurscht.
Viertelstunde rum, 1 zu Osnabrück. Christian Santos macht gerade da weiter, wo er in der Liga aufgehört hat. Gewinnt den Ball und macht es dann im Stil des Topstürmers ganz alleine und legt den Ball perfekt an Reimann vorbei in die lange Ecke neben den Pfosten. Sein erstes DFB-Pokal-Tor. Viertelstunde gespielt, frühe Führung hier zu Hause. Wichtig. Gegen Holstein Kiel. Wie reagieren die Störche? Wichniowski, langer Ball, aber Trapp ganz ruhig. Reichel. Reis. Schmidt. Ihorst. Gut gespielt. Santos. Ihorst. Ihorst. Reimann. Riesenchance zum zweiten. Ihorst für Sieglack, für die Kieler. Awuku. Siedschlag. Reichel ist nicht bei Atanga. Der will flanken. Reichel fletscht ab und Kühn nimmt den Ball auf. Ajani. Tafazhofer. Blacher. Schmidt. Santos. Ihorst. Oh. Rice. Starker Ball. Santos. Nochmal abgelegt. Warum? Da hinten ist die nächste Chance und das ist Ihorst. Tor, 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 Tor. 2-0, 26. Minute. Luke Ihorst trifft. Da kommt der Ball. Zu Schmidt war es der Zehner, der da erst an Reimann scheitert. Aber Ihorst, die Leihgabe aus Bremen, staubt ab. 2-0. Im DFB-Pokal. Auch für ihn natürlich das erste Pokaltor. Keine halbe Stunde ist hier gespielt. Siedschlag. Awuku. Kiel muss sich darauf erstmal reagieren. Awuku setzt sich erstmal durch. Aslan. Siedschlag, Ballverlust. Schmidt. Ist da starker Ball auf Ihorst, der ist schneller mit Ball als Komenda ohne. Ihorst, die Flanke findet Rice, der wiederum findet Schmidt, der geht nochmal ans Ball und vorbei. Abseits gepfiffen. Ist das bitter. Er wollte gerade abziehen, wir schauen nach. Oh, 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 minimal, also knappes Ding, halbe Stunde rum. Reimanns langer Ball auf die Außenbahn, aber da ist Reichel ganz stark. Rice. Schmidt, Blacher, Ihorst, oh, für Santos gedacht, langer Ball der Kieler. Awuku, Wichniowski, Awuku, Aslan, Awuku, wo ist die Ablage, gut dazwischen von Trapp und Reichel und Ihorst, Santos, pardon, Ihorst jetzt, Schmidt für Santos im Abseits. Aber die Idee war gut gedacht, das ist aber deutlich abseits von Christian Santos. 6 Minuten sind rum, Kiel noch ohne wirkliche Reaktion auf diese beiden Gegentreffer. Blacher, Santos, die Gloss gibt den Ball. Siedschlag. Siedschlag setzt sich durch gegen Trapp. Noch der lange Ball an Tanga in die Mitte. Tafazhofer. Blacher. Ah, Vandenberg dazwischen. Jetzt mal die Option für die Kieler. Awuku gut abgelegt, geblockt von einem Osnabrücker. Wegen konnte ich jetzt gerade nicht kennen. Santos. Das ist, ach, oh, Ihorst läuft etwas zu früh rein. Schade. Awuku, das Spiel gewinnt hier an Dynamik. Neumann, Siedschlag, Antanga, Flanke, ist gut, Abschluss, Kühn. Starke Parade vom Schlussmann in der 44. Minute. Ganz frei stehen da 2 Kilo, das darf so auch nicht sein. Eckball Aslan, kurzer Pfosten, Blacher stark. Atanga,
Siedschlag, zurückgelegt, nochmal weitergeleitet, nochmal zurück. Ignowski. Tapazhofer, Trapp nochmal dazwischen. Und Rice, und dann ist hier Pause. Und der VfL führt verdient zur Pause 2:0 gegen Holstein Kiel. Nicht viel los bei Fabian Reese, da 10 Minuten gespielt und noch keine Toraktion vom Mann, der damals in der Schalker Jugend das Fußballerspielen lernt. Das hat doch 15. und Ihos in der 26. mit der 2:0-Führung für uns. Im Parallelspiel Karlsruhe gegen Sandhausen noch 0:0. Und damit gehen wir ohne große Wechsel rein in den zweiten Durchgang, in den die Kieler jetzt gerade angestoßen haben, über Aslan. Sierra eingewechselt, Siedschlag. Atanga. Nochmal zurückgelegt. Ignowski, Aslan, wieder Ignowski, über den viel geht da. Sierra. Der wieder viel mehr Unruhe da vorne reinbringt. Vandenberg. Gut dazwischen. Nochmal Vandenberg, zurückgelegt. Rice stark. Ihorst. Santos. Für Rice etwas zu weit eigentlich. Rice nimmt sich mal mit dem Kopf vor. Hat dann den Monsterball. Ihorst. Santos. Kurzer Winkel. Egal. 3:0. 53. Minute. Entscheidung an der Bremer Brücke. Tippe ich jetzt mal so. Stark gespielt. Und Santos. Mit dem 3:0 seinem zweiten Pokaltor und damit, würde ich sagen, der Entscheidung gegen Kiel. Sierra, Siedschlag, Ignowski, Atanga. Sierra, Atanga, Aslan, Seitenwechsel. Siedschlag direkt weiter. Sierra. Nach außen abgelegt. Die Flanke. Tapazhofer zum Eckball. Stark. Ich will hier im Angriff. Ist heute Santos. 7 Minuten gespielt. 2 Tore. 3 Schüsse. 66% Erfolgsquote. Eckball. Kurze Variante wahrscheinlich da. Mit Siedschlag, die Flanke flach erklärt, aber auf den Fuß von Siedschlag. Der legt nochmal ab. Ignowski, Siedschlag, nochmal nach außen. Aslan in die Mitte. Atanga völlig frei. 3:1 in der 60. Minute. Das war eine richtig gut gespielte Eckball-Variante der Kieler. Muss man zugeben. Andererseits auch schwer verteidigt. Nicht gut verteidigt, weil Tanga viel zu viel Platz hat. Kühn kann da nichts machen, ist machtlos. Bei dem Abschluss von Atanga. Auch er mit seinem ersten Pokaltor nach einer Stunde. Ist das vielleicht jetzt die Initialzündung für die Kieler? Santos, Trapp, Beermann, Tafazhofer, Ajani. Tafazhofer, Blacher. Erstmal wieder Kontrolle über Spielgewinn. Rice, Trapp, Reichel, Trapp, Blacher, das ist gut. Schmidt, Blacher, Santos, Ball abgefälscht, Ball dazwischen. Siedschlag für die Kieler. In die Mitte, Ignowski zurückgelegt, Wahl wieder Ignowski. Blacher ist dazwischen, gewinnt den Ball. Schildklug Ihorst, der kann sich durchsetzen irgendwie. Findet Rice, der findet Schmidt. Der wird von Vandenberg vom Schuss oder am Schuss gehindert. Aslan, langer Ball. Reese, aber da ist
Da fährt Sofa zur Stelle. Richtig. Ich ihn zurück. Kühn. Was macht Kühn? Auf Atanka. Der auf Sierra. 3-2. 71. Minute. Was macht Philipp Kühn? Anstatt den Ball einfach lang wegzukloppen, will er es spielerisch lösen und verhilft so Sierra zum ersten Pokaltor. Und wir haben noch über 20 Minuten Zeit, um hier noch ein spannendes DFB-Pokalspiel zu erleben. Meine armen Nerven. Tafazofa. Bärmann. Blacher. Trapp. Blacher. Schmidt. Tafazofa. Das ist gut gespielt jetzt. Santos. Wichtig. Reichel. Reichel. Gute Flanke. Ihos Tor. 4-2, 77. Minute. Und auch Luke Ihos mit seinem Doppelpack in der ersten Runde des DFB-Pokals. Die Bremer Brücke eskaliert. Und das völlig zu Recht. Ist das stark. Die Flanke. Ihos setzt sich durch im Kopfballduell. Dagegen ist es Hauke Wahl, die drei, ich glaube ja. Zentral geköpft dann. Reimann, wenn er. Ja, Reimann sieht blöd aus, den kann er auch haben. Savan Lexi freut sich, applaudiert genauso. Das Tor wird Ihos gut geschrieben. Auch für ihn, Pokaltor Nummer 2. Und jetzt geht es darum, dieses Spiel über die Zeit zu bringen. Vandenberg. Atanga. Zurückgelegt. Vandenberg. Weißdorf kommt mit zurück. Ignowski, der hat da viel Platz. Sierra hat richtig Platz, wird aber da verteidigt. Wichtig. Gibt es den Konter, ist die Frage. Rice. Für Santos. Der wartet auf Ihos. Der kommt auch nicht dran, weil Komenda den Ball zurückköpft zu Reimann. So, wir haben noch 7 Minuten auf der Uhr. Das müsste doch reichen. Deswegen jetzt nochmal der Wechsel. Köhler für Schmidt. Das passt. Wolze nochmal hinten rein für Reichel, um einfach nochmal frische Kräfte auch da zur Not in der Abwehrkette zu haben. Der kurze Abwurf auf Komenda. Aslan, auch über den Benkidon läuft da viel. Siedschlag, das 3 im Mittelfeld mit dem Siedschlag auch und auch Ignowski, wo läuft der auffälligste. Sierra nach seiner Einwechslung der Kieler gegen Damea im Sturm. Siedschlag ist plötzlich völlig durch. Siedschlag, mal nach außen, aber der ist zu lang. Wollte ich fast sagen. Und der Ball dann wieder beim VfL und das ist Santos. Und das ist Santos, er setzt sich da durch gegen zwei. Santos, Santos macht das selber. Nein, er findet Ihorst und der macht die Entscheidung. 5-2, 88. Minute. Der VfL Osnabrück zieht völlig verdient in die zweite Runde des DFB-Pokals ein. Und der junge Luke Ihorst aus Bremen bekommt seinen Dreierpack im DFB-Pokal. Und wird damit wahrscheinlich zum Man of the Match gewählt. Richtig, richtig starkes Spiel hier vom Luke Ihos. Jetzt der Doppelwechsel Schmidt raus. Und auch Reichel raus. Dafür Wolze und Köhler nochmal in die Partie hinein. Gnowski, Siedschlag. Nochmal der Ball nach außen Richtung Rehse. Noch wieder bei den Zentrum zurück, Siedschlag. Nochmal Ignowski. Aslan. Rehse. Ball gut verteidigt. Er gibt nochmal Einwurf. 20 Sekunden noch Nachspielzeit hier in Osnabrück. Tafazofa mit dem weiten Ball und dann ist hier Schluss. Und der VfL Osnabrück
steht völlig verdient nach diesem 5:2 Erfolg in der ersten Runde gegen Holstein Kiel. In der zweiten Runde DSDF-Pokal. Gut, Ios, Gruppe 3 Treffer. Also 75% Quote mit seinem Dreierpack. Natürlich völlig verdient. Man of the Match. Atangas Anschlusstor hat nichts gebracht und auch der Treffer von Sierra, dem die Kieler gemacht haben, schlussendlich brachte nichts mehr ein. Und der Tor gegen den Santos in der 15. Minute eröffnete. Man of the Match natürlich Ios, ganz klar. Wir schauen noch rein statistisch. Schüsse 8:4 Schüsse aufs Tor, 6:4 wieder mehr Ballbesitz. Ein Dreck haben wir gewonnen, Passgenauigkeit bei beiden gleich. Ich glaube, zu Luke Ihorst muss man nichts weiter sagen. 10,0, aber auch Santos oder 10,0. Im Prinzip waren die an allen 5 Toren beteiligt. Beide haben auch jeweils eins aufgelegt für den anderen. Also dieses Sturmduo hat sich, glaube ich, heute im Pokal hier endgültig gefunden. Und deswegen lohnt es sich auch jetzt mal ins Interview zu gehen. Karlsruhe und Sandhausen gehen gerade auch in die Verlängerung. Oh, oh. Was ist da los im Wildpark? Und wir gehen mal rein ins Interview nach diesem Vielen Dank, dass Sie für ein kurzes Statement zu uns gekommen sind. Glückwunsch zum Deuten. Sie kennen Sie Georg Schakil. Hätten Sie das Georg Schakil erwartet? So rum ist die Frage. Was sagen wir denn mal? Pushen wir es richtig? Sagen wir, das ist der Verdienst der Spieler. Natürlich die ganze Mannschaft, dann kommt natürlich jetzt Dreierpack, sind wir eine Seltenheit, ja, die Leistung von Ihorst gesehen, Leistung, echtes Vorbild, ist wirklich großartig, wir loben ihn mal und sagen, eine tolle Leistung, was ja auch so war. Nach fünf Vorbildstoren war es am Ende ein komfortabler Sieg, ja, das Ganze hätte auch anders ausgehen können. Wir übertrennen uns aber schon aufs nächste Spiel, denn der Sieg war heute das Ziel und das haben wir erreicht. Damit ist die Pressekonferenz auch schon wieder beendet. Wir werden noch ein paar Tage vorangehen. Am Dienstag trainieren natürlich, am Montag, Quatsch. Und dann am Dienstag würde ich sagen, gucken wir uns die Pokalergebnisse an. Wenn ich gespoilert werden möchte, für die zweite Runde, schließt jetzt bitte kurz die Augen. Ich beeile mich. Moment, ich habe mich verklickt. Die erste Runde ist noch nicht mal komplett gespielt, wie es aussieht. Wir gehen mal rein. Aue gewinnt, Aue verliert 2:0 gegen St. Pauli. Der HSV gewinnt 4:0 in Duisburg. Bayerns Zweite gewinnt gegen Paderborn 2:0, etwas überraschend. Sandhausen gewinnt in der Verlängerung in Karlsruhe 1:0. Düsseldorf schlägt Würzburg 2:0. Türkgücü verliert zu Hause 1:0 gegen Hannover. Wir gewinnen 5:2 gegen Kiel. Zwickau gewinnt 1:0 gegen Fürth. Und dann gewinnt Dresden 1:0 gegen Saarbrücken. Nürnberg verliert 2:0 gegen Regensburg. Viktoria Köln empfängt noch Darmstadt. Und auch Bochum gegen Haching müssen noch spielen. Ingolstadt gewinnt 2:0 in Braunschweig. Während Heidenheim zu Hause 3:1 gegen Verl gewinnt. Also die beiden Spiele müssen noch gespielt werden. Im DFB-Pokal. Dann würde ich sagen, nehmen wir das doch noch eben mit. Ich hoffe, dass das noch mit Mittwoch heute gespielt wird. Und schauen dann am Donnerstag auf die Ergebnisse, denn sie sind gespielt worden. Wir gehen rein in den DFB-Pokal. Bochum gewinnt gegen Unterhaching und Darmstadt gewinnt 3:1 in Köln. Also alles wie erwartet. Und damit gehen wir in die zweite DFB-Pokalrunde. Und wir fangen von oben an. Wir empfangen den VfL Bochum, also einen Zweitligisten, also ein durchaus machbares Los, aber wieder ein Heimspiel. Leipzig empfängt Bremen, die Hertha muss nach Schalke, die Bayern empfangen Darmstadt.
Wolfsburg empfängt Heidenheim, St. Pauli Augsburg, Stuttgart muss nach Hannover, Bielefeld empfängt Dortmund, Freiburg muss nach Bayern. Ach, zu den Profis. Darmstadt muss zu den zweiten Bayern, zu den Amateuren. Alles klar. Jetzt macht das Sinn. Köln muss nach Hoffenheim. Ingolstadt reist nach Frankfurt. Ingwie Sandhausen empfängt Mainz. Düsseldorf empfängt Dresden. Der Jahn aus Regensburg fährt nach Gladbach. Union Berlin empfängt Leverkusen und der HSV empfängt den reist zum FSV Zwickau. So rum. So, dann gehen wir nochmal rein. Der Spieltermin ist geändert, nämlich gegen Nürnberg vom 26. auf den 23. Oktober und das Spiel gegen Bochum im Pokal wird neu angesetzt und zwar vom 28. auf den 27. Oktober. Und nochmal eine Verlegung, nämlich gegen Karlsruhe zu Hause vom 30. Oktober auf den Reformationstag, auf den 31. Oktober. Turnierpreisgeld, es gibt 160.000 Euro nochmal oben drauf. Abschlusspreis Kevin Ehlers ist fertig, den schauen wir uns nochmal an. 65 Gesamtstärke ist okay. Nehmen wir mal mit auf die Liste. Die anderen Berichte sind dann gleich fertig. Aber dann würde ich sagen, soll es das an dieser Stelle mit dem Part gewesen sein. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Abo und einen Daumen da, wie immer, ihr kennt das. Und ja, dann hoffe ich, euch auch im nächsten Part zum dritten Spieltag der Saison gegen den SV Sandhausen begrüßen zu dürfen. Bis dahin bleibt gesund, haut rein und ciao!